Hallöchen, meine Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prison Architects. So, an theoretisch diesen wunderschönen Montag. Ich weiß nicht, ob er wunderschön ist, ich weiß nicht, wie das Wetter ist. Wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist. Beziehungsweise, ja, heute. Also, Tunnels haben wir anscheinend nichts gefunden. Da ist unser Informant. Ne? Der eidelt da so rum, sprich, er langweilt sich aktuell zu Tode. Und wir nutzen ihn einfach später mal. Aber das Schöne ist, er kann uns Informationen sammeln. So, Informationen sammeln bedeutet, wenn er irgendwas gesehen hat, wie zum Beispiel, der besitzt Waffen, der besitzt dieses, der hat das vor, dann müssen wir eine Weile warten. Ah ne, wir können ihn zu uns rufen, dann kommt er nämlich hier hoch, gibt seine Infos ab und dann erfahren wir von ihm zum Beispiel Sachen wie, der hat Drogen, der hat dies, der hat das und bla bla bla. Dann müssen wir sagen, okay, dann hau wieder ab, ne? Dann darf er wieder abhauen. Und danach müssen wir wohl eine Weile warten, bevor wir dann gegen diesejenige Person vorgehen. Ansonsten wird er nämlich erwischt. Und wenn er erwischt wird, na, Ratten sind nicht so gern gesehen. So, jetzt können wir hier nochmal auf Informationen gucken. Zack, da sehen wir zum Beispiel, da haben wir keine, bei Erfahrung ist das nämlich, ja. Okay. Ne, wir haben keine Möglichkeit, einen Informanten aus denen zu machen. Jetzt hat der Hund da schon wieder was erschnüffelt. Auch nur ein Fähnchen, ne? Ja. Wer weiß, wo die sich wieder langbuddeln? Wahrscheinlich hier einmal quer durch den ganzen Knast. Wie ich die Jungs kenne. Ach, guck mal an. Da ist schon wieder was. So, was haben wir denn da? Also, ein bisschen Kohle haben wir ja schon. 10.000 haben wir. Ich würde sagen, wir fangen. Wir drehen das wieder alles runter. Fangen an mit der Verarbeitung. So. Strom. Check. Haben wir überall. Jetzt kommt normales Wasser. Ja, gehen wir einfach mal hier oben lang. Ziehen das bis. Nö, eigentlich nur bis hier. Ja, einmal hier runter. Einmal hier runter. Dann brauchen wir die kleinen Rohre. Zack. Alles wieder löschen. Die kleinen Rohre. Warum nehme ich denn die großen Rohre? Wir wollen doch nicht, dass einer ausbüchst. So, einmal da lang. Einmal da lang. So, machen wir erstmal schön Rohre verlegen. Und das sind die Dinge. Was sagt mein Geld? Geld sagt, passt doch. Denn können wir auch schon die Sprinkleranlagen anschließen. Dann haben wir das nämlich auch, weil es gibt auch Gefangene, die haben, sind Pyromanen. Und gerade gegen die tauchen abnormal auf. Gerade bei denen sind die Sprinkleranlagen eine lohnende Investition. So, das ist Kaltwasser. Jetzt kommen wir zum Warmwasser. Das soll ja aus dem Boiler kommen. Dann soll es einmal nach da gehen. Und einmal nach da. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch die Jungs. Dass die uns nicht gleich abnippeln, weil Strom problematisch wird. So, dann können das jetzt mal weitergehen. So, zack. Fast forward. Die Heizungen können wir aber schon mal aufbauen. Einmal da und einmal da. Haben wir das auch erledigt? Damit ist dieser Zellenblock eigentlich.
der Trakt eigentlich damit fertig. Und wir haben das mit den 100 erfüllt. Das habe ich ausgerechnet. 20 nochmal oben drauf. 91 haben wir. Macht 121 insgesamt. Davon sind aber 7 für den Poppes. Weil das sind ja die Zellen für den Fall der Fälle. Information, was haben wir da? Zeigt alle Orte in ihrem Gefängnis an, aus denen Schmuggelware gestohlen werden kann. Okay. Zeigt sämtliche in den letzten 24 Stunden konfiszierten Schmuggelwaren an. Ist jetzt. Alter Verwalter. Hier ist Party, ne? Warum sind die Luxusgüter hier weiß? Was heißt weiß? Also blau ist logisch, das ist Nachfrage. Wer weiß, wo die herkommt. Wow! Wo kamen die denn her? Da wurde sie gestohlen. Okay, also da gestohlen. Also da unten gestohlen. Und dann hat sie die Wanderung angemacht. Aber ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal getauscht und 3 mal versteckt worden. Oh Gott, ach nee. Genau das gleiche Spiel. Ich brauche Metalldetektor am Krankenrevier. Eindeutig. Okay. Objekt, Metalldetektor. So geht das nicht, Jungs. Zack. So geht das aber nicht hier. Strom. Ne, 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 ne. Das müssen wir ändern. Können wir hier gleich weitermachen. Jetzt weiß ich irgendwie, wo die Spritzen herkommen. Ich Vollhorst. Und Strom. So, haben wir das schon mal erledigt? Kann ja nicht wahr sein. Dann machen die hier ihre Späßchen. So, jetzt wollen wir trotzdem auf Informant gehen. Letzten 7 Tage. Die Nachfrage ist halt recht hoch, ne? Aber die Nachfrage ist mir ja scheißegal. Das Angebot darf nur nicht so hoch sein. So, jetzt haben wir ja 3 Uhr nachts. Wenn die jetzt aktivieren würden, der ist ja sofort erwischt. Da haben wir es ja, ehemaliger Gesetzeshüter. Warum steht denn das hier nicht? Ehemaliger Gesetzeshüter, Schutzhaft. Spitzelschnell. Schutzhaft. Niedrig. Schutzhaft. Okay. Was haben wir hier? Ach, hier kommen erstmal die Fähigkeiten, klar. Okay, also. Die kommen erstmal alle in die Schutzhaft. Gerade die ehemaligen Gesetzeshüter und Informanten. Das ist ja ein Informant. Der war mal ein Spitzel gewesen. Und dementsprechend müssen die doch eigentlich jetzt umziehen, richtig? Oder sehe ich das falsch? Müssten die jetzt nicht vom Polizisten weggebracht werden? Zack, zack, genau. Du auch. Kommst du mich nach da? Dann sind das nämlich ihre neuen Zellen. Jetzt müssen wir auch die Heizung anschließen, sonst frieren die uns da ab.
bau erstmal ohne groß Überlegung da sowas hin. Das Ding kriegt einen Wasseranschluss. Das Ding kriegt einen Stromanschluss. Und nehme dann die Heißwasserrohre. Zack, zack. Zack und ja. Ich gehe mal davon aus, dass die nicht ausbüchsen würden. So. Hofzeit. Jetzt müssen wir natürlich hier wieder Tagesplan. Ja. Ja, die dürfen ganz genau das gleiche machen eigentlich. Außer arbeiten. Arbeiten haben sie nichts, da haben sie einfach. Nichts zu tun. Da sind die einfach nur in ihren Zellen. Schlafen, duschen, essen, nischt, Hof, essen, Freizeit, nischt, schlafen. Die dürfen ja an keinen Aktivitäten teilnehmen. Das ist ja das Problem. Wenn die an irgendwelchen Aktivitäten teilnehmen, dann kriegen die ja ins Gesicht. Das wäre ja nicht so schön. Habe ich da... Moment, Moment, Moment. Genau. Hofzeit passt noch. Da kommt denn aber auf jeden Fall noch mal rein ein Hundi. Und noch einer von dir. Genau, weil die Krankenstation kommt dauerhaft einer rein. Und die Krankenstation gehört natürlich hierzu. Und hierzu habt ihr keinen Zugriff. So. Dann benötigen wir hier noch auf jeden Fall eine Kamera. Sonst haben wir nämlich gleich ein paar Probleme. Denn wir sehen nicht, was hier vor sich geht. Dazu bräuchten wir ein neues Sicherheitsbüro oder hast du noch Kapazität? Verbinden. 1, 2, 3, 4. Der hat noch Kapazität. Okay. Der hat also noch Kapazität und ich brauche eine Kamera. Ich brauche mehr als eine Kamera. 1. 2, 3, 4. So, dass wir hier unsere Knastis sehen, sonst sehen wir sie ja nicht. Suteli. Technisch gesehen. Genau, der hat auch nicht mehr zu meckern, weil er hat ja zugewiesene Gefangene, die Kantine. Deswegen sollte es da auch keine Probleme geben. Pharmakologie, müssen wir nochmal ganz kurz gucken, in die Programmplan. Bewährung, Pharma, Krankenstation. Genau, pharmakologische Behandlung sollten wir noch... Weißt du was, eine reicht eigentlich, ne? Zack. Sind ja jetzt genug Betten frei, dass wir da keine zwei machen müssen nacheinander, sondern können wir die gleichzeitig behandeln. Sind ja dieselbe Anzahl an Betten. Deswegen sollte es eigentlich soweit funktionieren. So, wie sieht es sonst hier aus? Wasserrohre müssen verlegt werden. Ich sollte vielleicht mal so machen. Sonst wird das nichts. Ach ja. Ups. Sonst wird das nichts mit dem warmen Wasser. Wenn da kein Wasser reinfließt, wird das nichts. So, dann können wir da gleich weiter gucken, wie es weitergeht. Ob denn so alles funktioniert, wie es soll.
Tipp, 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 tipp. Dann, du hattest noch Kapazität frei, ne? Haben wir ja gesagt. Hier fehlt noch eine. Nicht da. Hier, bau mal eine Kamera. Jung! Eine noch, bitte. Das sieht an der Kamera aus. Zack. So, wir können alle Zellen sehen. Ah, Augen. Passt soweit. Und wir haben unsere Schutzhafthäftlinge, die gerade am Frühstücken sind. Ja. Schön happy happy machen. Telefone habt ihr auch. Geselligkeit, naja, ihr seid halt unter euch, ne? Und jetzt habt ihr halt nichts zu tun. Was will er denn? Rux, ich will Drogen. Family. Ja, Besucher kriegen sie ja, ne? Ich meine, ihr habt Internet, ihr habt Telefon, ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht. Bis auf Wasser. Bis auf eine Heizung. Warum läuft denn die nicht? Weil irgendein Trottel da vergessen hat, ein Rohr anzuschließen. Weiß nicht, wer das immer macht. So, hier läuft ansonsten alles, ne? Genau. Angeschlossen ist auch inzwischen alles. Bis auf. Hä? Ja, okay. Jetzt ist aber alles angeschlossen. Heizung ist auch angeschlossen, ist auch angeschlossen. Gut, fangen wir an mit den Kameras. Ja, Zeit passt noch. Die Kameras. Zwei. Drei. Okay. Jetzt guckt sie nach oben. Fünf, sechs, sieben, acht. Passt. Dann brauche ich, ja, richte noch mal optisch was schön ein. Geld ist genug da. Zack, zack. Kann man nicht einfach klonen? Wie viel klonen kann ich denn? Das ist natürlich blöd. Dann klone ich einfach den Teil. Soweit wie geht. Moment, den setzen wir da an. Zack. Dann klone ich den Teil. Zack. Und dann klone ich den Teil. Zack. Passt soweit, ne? Sollte soweit passen. Wir werden es sehen. Telefon, Telefon. Ah, passt. Zack. Verbinden mit. Was? Das, 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 das und jetzt sehen wir wieder alles. Genau, da fehlt noch ein Telefon. Schwupps, das kommt nämlich dahin. Der ganze Rest sollte soweit eigentlich funktionieren, ne? Ja. Seid hier im Billardtisch im Geg, ist ja egal. Material, Gehwegplatten, nein, Betonboden. Nein, Betonplatten. Ja. Flupp haben wir drinne. In der Dusche auch.
Zack, haben wir auch drinne. Lass mal jetzt erstmal alles aufbauen. Dann Telefone. Verbinden. Das, das, das. Und das. Einmal alle kräftig durchschalten. Dann einmal ordentlich aufräumen. Und dann sind wir auch schon wieder durch. So, nicht nur damit sind wir durch, sondern auch mit dieser Folge. Ich sag da mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns übermorgen in der nächsten Folge wieder. Also, bis denne. Ciao.